mit der Sitzung. Wir starten, wie gesagt, jetzt im Tagesordnungspunkt 3 mit der ersten Aktuellen Stunde. Einreicher ist hier die SPD-Fraktion. Und in der Fraktionsrunde beginnt Bündnis 90 Die Grünen, damit Sie schon vorbereiten können. Und ich darf Frau Sturm bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Seit einiger Zeit wird sprichwörtlich gesagt, eine neue Sau durch das Dorf getrieben. Das Wort Digitalisierung. Doch sprechen wir alle vom selben, wenn wir von Digitalisierung reden. Es wird über Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz gesprochen. Strategien und Konferenzen werden abgehalten für E-Government, Industrie- und Arbeitswelt 4.0, Smart Cities oder Blockchain. Hashtag und Digital Native versus Digital Immigrants sind in der Alltagssprache verwurzelt. Cybercrime, Facebook-Bashing und Internetmobbing sind in aller Munde. Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden Veränderungen in allen Bereichen des Lebens. Sie verändert unser Konsumverhalten, die Art, wie wir kommunizieren, die Wege, auf denen wir an Informationen gelangen und die Bedingungen, unter denen wir zukünftig arbeiten. Die Mehrheit der Menschen sehen vor allem positive Aspekte in den technologischen Entwicklungen, da sie große Chancen für die Lebensqualität, effizienteres Wirtschaften und revolutionäre Geschäftsmodelle entstehen lässt. Der Ruf nach Effizienz und Flexibilität bringt vieles voran, zugleich ist er aber auch mit gewaltigen Herausforderungen verbunden. In Dresden sind wir aktuell auf dem Weg, die Möglichkeiten der Digitalisierung gut zu nutzen. Der Oberbürgermeister berichtete vor kurzem über das Organisationsentwicklungskonzept, das beinhaltet, die digitale E-Akte in der Verwaltung durchzusetzen. Auch agiles Arbeiten als ämterübergreifende Arbeitsplätze, um unter anderem Kommunikationswege zu beschleunigen, sind Bestandteil. Die Stadt Dresden wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Bereich Smart Cities gefördert. Das Konzept Smart Cities, also eine intelligent vernetzte Stadt, wird bereits heute in Dresden angewandt, beispielsweise bei der Beobachtung und damit verbundenen Optimierung des Radverkehrsnetzes, der Verkehrsplanung von ÖPNV und Pkw oder dem Elbebrücken-Informationssystem. Handyparken, eines der neueren Projekte, ist mittlerweile auch möglich. Weiterhin hat die Verwaltung in der jüngeren Vergangenheit viele Verwaltungsprozesse digitalisiert, beispielsweise die Anhörung, das Bezahlen der Parknöllchen, Anmeldung beim Standesamt oder der Erstellung von Geburtsurkunden. Einreichung von E-Petitionen ist möglich. Dreckecken in Dresden können dank digitaler Mitteilung und der Dreckweg-App schnell beseitigt werden. Ich sagte es bereits, wir sind auf einem guten Weg und er wird sich fortsetzen. Ich sprach eingangs aber auch von den damit verbundenen Herausforderungen. So frage ich mich seit geraumer Zeit, wissen die Dresdner von den aktuellen Möglichkeiten in dieser Stadt? Haben sie Anteil daran? Können sie an der Digitalisierung partizipieren? Können wir als politisches Gremium die Dresdner dank der Digitalisierung nicht noch mehr einbinden? Ich glaube, wir können und wir müssen das. Können dank der Technologie und müssen aufgrund der sich verändernden Lebensumstände. Während sich mein Vater schwer tut, ein Tablet zu benutzen, um damit Fernsehen zu schauen, tut dies meine Tochter ständig. Während junge Verwaltungsmitarbeiter selbstverständlich die E-Akte benutzen und begrüßen, tun sich ältere Kolleginnen und Kollegen schwer. Während sich die Wirtschaft auf den Wachstumsmotor der Zukunft stürzt, bangt das Handwerk um Arbeitskräfte. Wir in der SPD-Fraktion glauben, dass wir uns als Politik noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Stichwort Infrastruktur und damit als erstes Breitbandausbau. Diesen müssen wir weiter vorantreiben, damit an jedem Haushalt und in jeder Schule Glasfaser liegt. Der Breitbandausbau 1300 unterversorgter Adressen soll sich laut einem Bericht vom 5.3.2019 noch 2,5 bis 3 Jahre ziehen. Wir fordern die Stadtverwaltung auf, diesen Prozess zu beschleunigen und mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Unter dem Stichwort Stadtnetz 500+ geht es auch um Infrastruktur. Verwaltungs-, Bildungs- und Sporteinrichtungen arbeiten derzeit mit individuellen Insellösungen, womit die Ziele einer digitalen Verwaltung nicht erreicht werden können, wie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes oder die Einführung elektronischer Akten und elektronischer Rechnungslegung. Wir wollen den Ausbau des stadteigenen Glasfasernetzes und werden uns für die Gesamtfinanzierung im kommenden Haushalt stark machen. Wie eingangs erwähnt, können bereits Behördengänge online abgewickelt werden. Diese sind aber nur ein kleiner Ausschnitt von den diversen Angelegenheiten, die man auf einem Amt zu erledigen hat. Wir stehen dafür, die digitale Verwaltung zu unterstützen
und voranzutreiben und würden uns wünschen, dass diese in dem bereits vorgelegten Tempo Verwaltungsvorgänge weiter digitalisiert. Denn auch dies, die digitale Verwaltung, ist eine große Herausforderung für alle Kommunen vor dem Hintergrund finanzieller und personeller Engpässe. Die Gründung der COM24 GmbH, welche wir heute noch beschließen werden, sehen wir deshalb als einen hervorragenden Schritt, insbesondere den sächsischen Masterplan für digitale Verwaltung sowie das Projekt der digitalen Verwaltung bis 2025 umzusetzen. Die COM24 ist ein Zusammenschluss aus sächsischen Kommunen, um die gesetzlichen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir unterstützen das. Zur Infrastruktur gehört aber auch ein gutes, verfügbares Netz. Viele Dresdner sagen in einem scherzhaften Sinne, dass sie in der Wüste leben, was die Netzzugänge in Dresden betrifft. Deshalb fordern wir in einem Antrag, der als nächster Tagesordnungspunkt behandelt wird, eine größere Abdeckung von einem einheitlichen WLAN für ganz Dresden. In Zusammenarbeit mit städtischen Unternehmen wie der DVB soll ein breites, einheitliches WLAN in Dresden geschaffen werden. Wenn ich am Altmarkt in eine Straßenbahn steige, möchte ich dasselbe Netz am Schillerplatz nutzen können, ohne mich neu einzuloggen oder aber am Neustädter Bahnhof oder anderen prägnanten Plätzen in der Stadt. Nicht jeder hat ein unbegrenztes Datenvolumen und kann somit an der Digitalisierung der Stadt Dresden teilhaben. Denn Digitalisierung darf die Menschen nicht vergessen und muss gesellschaftsverträglich umgesetzt werden. Deshalb machen wir uns stark, dass Weiterbildungsangebote zu den digitalen Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung ausreichend angeboten und genutzt werden können. Digitalisierung darf Arbeitskräfte nicht verdrängen, sondern muss neue Jobmöglichkeiten schaffen. Die Unterstützung von Start-ups und jungen Unternehmen liegt uns am Herzen. Das Konzept von Corporate Incubation fordert unbürokratisch Start-ups, dessen Ausbau wir ebenfalls fordern. Aber auch das Thema Sicherheit und Eigentumsrechte spielt hier eine große Rolle. Die Stadt muss die finanziellen Mittel bekommen, um Software- und Sicherheitsvorkehrungen ständig auf dem neuesten Stand zu halten und die Bürger zu schützen. Kommen Sie Stichwort, bitte langsam zum Schluss. Stichwort Bürgerbeteiligung. Digitalisierung könnte uns auch bei der Einbindung der Bürger nützen. Wir machen uns stark für ein stadteigenes Bürgerbeteiligungsportal, auf dem die anstehenden Anträge und Vorlagen je nach stadtweiter Relevanz abgestimmt werden können. Wir glauben, dass uns das als Kommunalpolitik helfen kann, Entscheidungen im Sinne der Bürger zu treffen und mehr Transparenz herbeizuführen. Die Liste könnte ich so fortsetzen mit Themen wie dem Digitalpakt Schule oder aber Open Data. Wir glauben, dass der Erfolg der Digitalisierung von einer gesamtgesellschaftlichen Unterstützung abhängt, weshalb wir auch die Stadtverwaltung auffordern, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu den Digitalisierungsprojekten anzubieten und entsprechend Beratungsangebote zu schaffen. Dankeschön. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Hatzendorf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Kollegen, Digitalisierung ist ein aktuelles Thema und beim Stichwort Zukunft in aller Munde. Wir alle wollen, dass Dresden nicht abgehängt wird und dass Dresden mit dem digitalen Fortschritt Schritt hält. Aber die Frage ist, schreiten wir auf den richtigen Wegen voran? Wie entscheiden wir uns an Weggabelungen und was treibt unsere Entscheidungen an? Das ist also die Frage nach den strategischen Digitalisierungsprojekten in dieser Stadt und durch die Stadtverwaltung. Hierzu hat uns der Herr Dr. Lahmes, der zuständige Bürgermeister, auch dankenswerterweise im letzten Ausschuss für allgemeine Verwaltung die Basis für die Digitalisierung auch vorgestellt. Kurz zusammengefasst, wir müssen das Online-Zugangsgesetz umsetzen, das heißt, jeder muss eine digitale Kommunikation, jedem Bürger muss die digitale Kommunikation mit der Stadt ermöglicht werden. Frau Sturm hat es erwähnt, die elektronische Aktenführung, die elektronische Vorgangsverarbeitung muss weiter vorangetrieben werden, die E-Rechnung. Aber es ist auch ein Fakt, dass der Internet-Traffic sich in dieser Stadt alle 2 Jahre verdoppelt. Das heißt, es ist richtig, den Fokus auf eine sichere Internetversorgung in dieser Stadt zu setzen. Hierbei sehen wir 3 Säulen. Zum einen den Breitbandausbau als natürlich das wesentliche Infrastrukturprojekt, die öffentlichen WLAN-Hotspots, dazu kommen wir im nächsten Tagesordnungspunkt,
Aber auch nicht zu vergessen die Freifunkinitiativen, die nämlich die Internetversorgung auch an unterversorgten Stellen durch bürgerschaftliches Engagement sicherstellen. Kurz zum Breitbandausbau. Von 100% Glasfaser brauchen Sie uns Grüne nicht zu überzeugen, das fordern wir auf allen Ebenen. Und der Bedarf in dieser Stadt ist auch schon länger klar. Ich habe die ersten Anträge hierzu auch von 2012 gefunden. Doch immer noch ist der größte Teil kupferbasiert unserer Netze. Wir haben die Informationen der Verwaltung erhalten, dass erst ein kleiner Bruchteil der Verwaltungsstellen an Glasfaser angeschlossen ist. Über 350 Verwaltungsstellen, darunter auch Feuerwehr, Rettungsstellen, Kitas und Schulen noch zu erschließen sind. Wir haben im Haushalt aktuell 2,2 Millionen bereitgestellt, insbesondere für Schulen und für unterversorgte Gebiete. Mit Zuschüssen stehen 6,7 Millionen zur Verfügung, aber nach der Rechnung der Verwaltung ist der Bedarf noch weiter, also noch weitere 10 Millionen. Das ist natürlich nicht befriedigend. Wir haben lange Planungszeiten durch Vergaben von über 3 Jahren, auch das ist unbefriedigend. Wir müssen also uns was überlegen, um den Breitbandausbau weiter voranzutreiben. Dabei sind wir auch, wir Grüne, immer dabei. Die Frage aber, und da komme ich jetzt auf ein aktuelles Thema, ist jedoch, ob ein gesponsertes 5G die Lösung sein kann, um dieses Delta zu füllen. Hierzu einige Gedanken. Der digitale Fortschritt bedeutet eben nicht blinde Technikfreundlichkeit oder Gläubigkeit. Es bedeutet natürlich auch nicht, 5G zu verteufeln. Aktuell geht es aber darum, menschenverträgliche Technikgestaltung voranzutreiben. Wir haben uns also in den letzten Tagen viele E-Mails erreicht, die sich Sorgen gemacht haben aufgrund der aktuellen Pressemitteilung, wonach Dresden so ein Modellprojekt für die 5G-Mobilfunkausbau gemacht werden sollen. Und die Menschen machen sich Sorgen, wie sich die höheren Mobilfunkfrequenzen auf ihre Gesundheit auswirken. Wir meinen, und das ist von Frau Sturm auch angesprochen worden, dass das nicht zu ignorieren ist, sondern dass die Menschen hierbei mitzunehmen sind, zu informieren ist und über die Risiken aufzuklären ist. Es ist so, dass aktuell weder Forschungen belegen, dass die Effekte von 5G auf die Gesundheit ausgeschlossen werden können, noch dass sie belegt werden können. Aber es ist so, dass die Forschungszentren etwa für die elektromagnetische Umweltverträglichkeit der Uniklinik Aachen mehr systematische Forschung einfordern, um halt auch athermische Effekte herauszufinden. Also Effekte etwa wie Tumorbildung oder andere Einflüsse auf das Erbgut von Menschen. Und daher ist für uns jetzt in dieser Debatte wichtig, nochmal hervorzuheben, dass man systematische Forschung in diesen Bereichen nicht dadurch erreichen kann, dass man uns vor vollendete Tatsachen stellt und jetzt eventuell schon Kooperationsvereinbarungen macht, sondern dass man diese systematische Forschung auch dadurch erreichen kann, dass man, bevor man strategisch solche Vereinbarungen eingeht, eventuell auch in Betracht zieht, dass solche Forschungen finanziert werden soll, um dann danach zu entscheiden, ob auch Dresden zu so einem Modellprojekt ausgebaut werden kann. Wir Grüne stehen also bisher zu der Strategie, die Digitalisierung durch Breitbandausbau voranzutreiben und unterstützen da auch die Verwaltung. Wir sehen aber, dass neuere Informationen der letzten Woche nicht in diese Strategie passen und wir hierzu mehr Informationen bedürfen, eventuell heute durch Herrn Dr. Lames direkt oder auch dann im nächsten Verwaltungsausschuss. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Freie Bürger, Professor Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist völlig klar, das Thema Digitalisierung ist wichtig für unsere Stadt, aber eigentlich nicht nur wichtig für unsere Stadt, sondern generell auch für uns als Standort Deutschland. Das Ganze ist so essentiell, dass es uns eigentlich dann auch wundert, was wir jetzt hier in der Aktuellen Stunde diskutieren, denn ich glaube, es ist eigentlich keiner unter uns Kollegen hier im Ratssaal, der irgendwie in Frage stellt, dass wir das Thema Digitalisierung nicht angehen müssen.
Es ist eigentlich allen bewusst, dass es die einzigste Chance ist und eigentlich auch die Pflicht für uns hier in Dresden, das zu tun, um für unsere Bürger, aber auch vor allen Dingen für unsere Unternehmen, das zu realisieren. Und was mir ein bisschen fehlt auch bei der Diskussion jetzt und dem Antrag, wir haben ja in Dresden auch Spitzenforschung in dem Bereich. Wir haben den Professor Fettweis an der TU Dresden, der mit seinem 5G-Lab dort extrem aktiv ist und extrem erfolgreich ist und der auch kürzlich auch in der Presse nochmal dargestellt hat. Wenn wir jetzt über 5G reden, ist das eigentlich schon viel zu kurz gedacht. Wir müssen eigentlich schon über das nächste reden, über 6G. Und ich freue mich also auch, dass wir vor allen Dingen in Dresden entsprechende Forschungsaktivitäten haben. Das Thema Open Government, das angesprochen wurde, und E-Akte, auch völlig d'accord, gehen wir völlig mit. Ich denke, es ist essentiell für alle Bürger, dass die Möglichkeit besteht, Dinge zu beschleunigen, Dinge zu vereinfachen. Ich muss nicht mehr für jedes Thema aufs Amt gehen. Und das ist genau das Thema, wo ich mich dann schon frage, was haben wir denn dann die letzten Monate gemacht? Wir hatten kürzlich die Diskussion, da ging es um den Standort der Führerscheinstelle. Da wurde ein Mietvertrag beschlossen über viele Jahre. Da haben wir angesprochen, brauchen wir denn überhaupt in einigen Jahren noch die Führerscheinstelle? Da wurde hier beschlossen, dass wir dort noch einen langen Mietvertrag schließen, wo wir uns damals als FDP auch gefragt haben, muss das denn sein? Werden wir eigentlich in ein paar Jahren immer noch dorthin fahren müssen, um ein Kennzeichen abzuholen, was man ja viel einfacher haben kann und das sich zuschicken lassen kann? Also insofern auch, jetzt tun sie in vielen Fällen nicht so, dass sie hier das völlig neu erfinden. Und was die Frau Sturm erzählt hat, das klang, als ob sie ihr Wahlprogramm hier vorlesen. Also ich denke, wir müssen sehen, die Akzeptanz und auch, ich denke auch, dass wir uns alle hier einig sind, dass es dort vorangehen muss, dass wir die Dinge in der Stadt und auch in der Kommune vereinfachen müssen, dass es da ist. Aber wir sollten auch eins beachten, gerade beim Netzausbau, wenn ich es jetzt vorhin schon wieder von den Grünen gehört habe, die Bedenken, die dann kommen, mein Gott, wir sind in Deutschland schon so zurück bei der Strategie. Ich bin viel unterwegs weltweit, in Entwicklungsländern auch. Dort habe ich zum Teil ein besseres 4G-Netz als hier in der Innenstadt. Und da bin ich irgendwo draußen am Berg oder irgendwo im Urwald und da ist das Netz besser. Also wir müssen dort was tun. Und wenn wir über den 5G-Ausbau reden, dann brauchen wir unbedingt vereinfachte Regelungen, wie schneller Antennen gebaut werden, wie das Netz dicht und so ausgebaut wird, dass man überall das verfügbar hat. Wir reden hier über 5G und Sie können heute nicht mal in der Dresdner Heide überall telefonieren. Sie können, wenn Sie heute auf der Autobahn fahren, am Autobahnkreuz, kennen Sie alle A4, A17, da bricht jedes Mal das O2-Netz zusammen. Und wenn Sie oben am Flughafen an der Abfahrt sind, dann ist auch die Datenverbindung weg. Und da reden wir über 5G-Netz. Wir haben noch nicht mal dort ein ordentliches, normales Telefonnetz. Ich kann nicht mal ein Telefonat durchgehend führen von Dresden nach Chemnitz, wenn ich auf der Autobahn fahre. Also, es sind die Dinge, wo Sie auch, und gerade wenn das die SPD hier sagt, Sie haben ja die Chance in der Großen Koalition, dort was zu tun. Was da aktuell passiert, ist jetzt auch bei den Diskussionen um die Versteigerung der Frequenzen. Das sind auch wieder Dinge, wo wir sagen, um Gottes Willen, dort so eine Strategie zu fahren. Wir sollten auch hier erstmal sehen, dass das große Ganze stimmt. Wenn wir Netzausbau fordern, und was wir ja alle wollen, dann sollten Strukturen vereinfacht werden. Wir sollten nicht nur die Bedenken immer vorbringen, wir sollten dort auch die Abläufe und vor allen Dingen auch Dinge für Unternehmen, die sich dort engagieren, vereinfachen. Und das Letzte, was angesprochen wurde, ja, wir finden es auch gut, die COM24 ist eine gute Sache, dass man sich hier zusammentut, dass Dinge vereinheitlicht werden, dass wir wegkommen von diesen Insellösungen. Lassen Sie uns das entsprechend tun. Und nochmal Verwunderung für mich, warum heute die Aktuelle Stunde, gerade die linke Seite, Sie haben 5 Jahre Zeit gehabt, hier was zu tun, hätten Sie es doch gemacht. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam das Thema angehen in der weiteren Zeit und lassen Sie uns aber nicht die Zeit hier vergeuden mit Diskussionen, die reine Schaufensteranträge sind. Dankeschön. Die AfD hat ihr Rederecht an Herrn Laczynski abgetreten, den ich jetzt bitte, seine 5 Minuten vorzutreten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Digitalisierung der Stadt, insbesondere der Stadtverwaltung, wird eine der wichtigsten kommunalen Aufgaben in den kommenden Jahren sein. Es ist wichtig und richtig, dass man sich im Stadtrat zu diesen Themen austauscht. Auf der heutigen Tagesordnung stehen gleich mehrere Punkte, die als Weichenstellung für ein digitales Dresden betrachtet werden können. Die wichtigste und finanziell schwerwiegendste Punkt des heutigen Tages wird aber nicht die Entscheidung über kostenlose WLAN-Hotspots sein, sondern vielmehr die Entscheidung zur Gründung der COM24 GmbH. Zielstellung der COM24 als Inhouse-Gesellschaft der Stadt soll es sein, die Wirtschaftlichkeit, die Zusammenarbeit mit den anderen sächsischen Kommunen zu verbessern. Der IT-Betrieb der Kommunen soll konsolidiert und standardisiert werden. Die dazugehörigen Vorlagen im Stadtrat lesen sich alles in allem ziemlich überzeugend. Es wird der Eindruck erweckt, dass bereits veränderte Tatsachen geschaffen wurden, welche jetzt nur noch vom Stadtrat abgesegnet werden müssen. Die winkenden 3 Millionen Euro Fördergeld vom Freistaat klingen zudem sehr verlockend. Dennoch möchte ich Sie davor warnen, dieser Vorlage zuzustimmen.
Die 3 Millionen Euro sind Peanuts im Vergleich zu den Mehrkosten für die Kommunen, die bei der Beauftragung einer privatwirtschaftlich agierenden Inhouse-Gesellschaft entstehen werden. Ich bin seit fast 10 Jahren in der Bundeswehrverwaltung tätig und arbeite dort neben der fachlichen Unterstützung verschiedener IT-Projekte im Auftraggebermanagement der BWI. Die BWI ist die Inhouse-Gesellschaft des Bundes und zuständig für die Umsetzung von IT-Services in der Bundeswehrverwaltung. 2006 wurde die Inhouse-Gesellschaft gegründet. Die damaligen Zielstellungen lesen sich nahezu identisch zu den Zielstellungen, die heute in der Vorlage zur COM24 formuliert sind, nämlich Konsolidierung, Standardisierung, Wirtschaftlichkeit. Heute, 13 Jahre später, muss man konstatieren, dass die Gründung dieser Inhouse-Gesellschaft aus wirtschaftlicher Sicht eher nachteilig war. Die IT-Landschaft in der Bundeswehr ist noch immer inhomogen, kaum standardisiert und so gut wie gar nicht konsolidiert. Zwar hat es die BWI geschafft, eine standardisierte IT-Landschaft zu schaffen, jedoch wird diese parallel zu den bestehenden Infrastrukturen betrieben. Auch wenn man von außen betrachtet glauben könnte, dass die Verwaltung der Kommunen alle irgendwie das Gleiche machen, wird man spätestens beim Versuch der Standardisierung feststellen, dass hier verschiedene Organisationseinheiten sehr unterschiedliche fachspezifische Softwarelösungen benötigen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten können. Viele der derzeit nutzungsbefindlichen Softwarelösungen werden sich kaum bzw. gar nicht in die neue standardisierte Umgebung integrieren lassen. Die IT-Konsolidierung über verschiedene Organisationsstrukturen hinweg ist immer nur dann umsetzbar, wenn einzelne Organisationen bereit sind, Umstellungen in Kauf zu nehmen. Damit in einer Verwaltung eine Umstellung in den Arbeitsprozessen stattfindet, muss Druck ausgeübt werden. Eine GmbH, die als Dienstleister für die Kommunen auftritt, wird nicht imstande sein, diesen benötigten Druck auszuüben. Insofern ist die Gründung der COM24 zum Zwecke der Konsolidierung eher kontraproduktiv und wird scheitern. Um neue IT-Services zu entwickeln und auszurollen, müssen Projektgruppen gebildet werden. Um Anforderungen an diese IT-Services zu definieren, werden die Vertreter aller beteiligten Kommunen weiterhin mit eingebunden werden müssen. Denn nur diese kennen die jeweiligen Anforderungen ihrer Kommune. Nur um mal alle Kommunen einen Tisch zu bekommen, ist aber keine Gründung einer Inhouse-Gesellschaft notwendig. Im Gegenteil, durch die Gründung der COM24 wird aus Sicht des Projektmanagements ein zusätzlicher Stakeholder im Projektgeschäft geschaffen, der eigene Interessen verfolgen wird. Die Folge wird sein, dass Abstimmungsprozesse verlängert und Entscheidungsprozesse verzögert werden. Auch aus personeller Sicht ist dieses Konstrukt in Frage zu stellen. Es ist beabsichtigt, von 2019 bis 2023 lediglich 2 Personen in Vollzeit sowie eine Teilzeitkraft für die COM24 zu beschäftigen. Dass diese Personen wohl kaum IT-Service entwickeln werden, ist offensichtlich. Das IT-Fachpersonal zur Entwicklung von IT-Services soll von den Kommunen beigestellt werden. Das ist insofern vernünftig, weil der Arbeitsmarkt für IT-Personal ohnehin leergefegt ist und das die einzige Möglichkeit sein wird, überhaupt an Personal zu kommen. Dieses Personal wird dann aber in den Kommunen zur Aufrechterhaltung des laufenden IT-Betriebs fehlen. Aus personalwirtschaftlicher Sicht bedeutet dieses Konstrukt der Beistellung, dass die Mitarbeiter weiterhin bei den Kommunen angestellt sind und dort entlohnt werden, in Wirklichkeit aber für eine private Gesellschaft arbeiten, welche die Ergebnisse der Arbeitsleistung dieser Mitarbeiter dann den Kommunen nochmals in Rechnung stellt. Dies bedeutet, dass die gleiche Leistung, die ein Tarifbeschäftigter des Eigenbetriebs IT bisher erbracht hat, nun doppelt bezahlt werden muss. Zusätzlich fallen dann noch Gewinnmarge und Umsatzsteuer an. Das heißt, neben der Verdopplung der Kosten fließen 19% der kommunalen Haushaltsmittel dann direkt ins Bundesfinanzministerium, ohne dabei einen Mehrwert zu generieren. Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, wird die COM24 GmbH gegründet und mit der Aufgabe betraut, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, wird die Einführung neuer Services länger dauern, der Personalbedarf wird sich erhöhen und die Kosten werden explodieren. Einzig und allein der neue Geschäftsführer der COM24 GmbH und der Freistaat Sachsen werden davon profitieren. Der Geschäftsführer, weil er anstatt wie bisher noch TVÖD plötzlich als Geschäftsführer bezahlt wird, und der Freistaat, weil er sich mit der Ausgabe eines Handgelds von 3 Millionen Euro der Aufgabe entledigt hat, IT-Service sachsenweit zu koordinieren. Okay. Als nächstes Bürgerfraktion, Herr Dr. Bösel. Erst beim Antrag, okay. Dann als nächstes CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in der Zeit der digitalen Revolution und Sie werden mir, denke ich, recht geben, dass es sich hierbei um den größten Umbruch handelt, den wir Ende des 20. Jahrhunderts erleben. Wir sehen einen Wandel, der im Grunde in allen Lebensbereichen voranschreitet, im Privaten wie in der Arbeitswelt. Wir sehen es auch mit großer Geschwindigkeit überall dort, wo im Grunde die materiellen Voraussetzungen und Infrastruktur gegeben ist, dass man das Netz und die Digitalisierung nutzen kann. Wir sehen, dass neue Medien, dass Social Media und all die neuen Werkzeuge, die wir mehr oder weniger täglich nutzen, unser Verhalten verändern. Es gibt ganz unterschiedliche Sozialisationsprozesse,
Es gibt eine zum Teil auch unschöne Sprachkultur, die sich entwickelt, als Begleiterscheinung der digitalen Revolution. Digitale Revolution braucht aus unserer Sicht in jedem Fall Netzinfrastruktur und Netzzugang. Da kann ich aus dem persönlichen Wirken sagen, dass ich als Vorsitzender der Bürgerinitiative DSL für Striesen einen kleinen Beitrag leisten konnte, dass in Striesen und Blasewitz auch dank des Drucks unserer Bürgerinitiative einiges erreicht werden konnte. Wir haben die Initiativen der Landeshauptstadt Dresden, unterversorgte Gebiete jetzt endlich zu versorgen. Das ist sehr lobenswert. Und was man allerdings an dieser Stelle kritisieren muss, ist die Dauer, wie lange das braucht. Sie werden sich sicherlich noch entsinnen. Wir haben etwa jetzt vor einem Jahr darüber gesprochen, dass sich die Landeshauptstadt Dresden am 5. Fördermittelcall beteiligen soll, um Fördermittel zu bekommen für unterversorgte Gebiete. Das ist dann entsprechend im September beantragt worden. Dann sind entsprechende Ausschreibungsverfahren gelaufen, aber die Zuschläge sind bis heute nicht erteilt. Es dauert schlichtweg alles viel zu lange. Und damit ich an dieser Stelle auch nicht falsch verstanden werde, der zuständige Fachbürgermeister Dr. Lames hat dort keine Schuld, sondern es sind letzten Endes die Rahmenbedingungen, die wir hier in Deutschland geschaffen haben, die dafür sorgen, dass letzten Endes so viel Zeit benötigt wird, um diese unterversorgten Gebiete tatsächlich jetzt mit Breitband zu versorgen. Wir werden es im Antrag danach noch miteinander diskutieren. Auch das Thema öffentliches WLAN kann sicherlich an einzelnen Punkten in der Stadt einen guten Beitrag leisten für Netzinfrastruktur und Netzzugang. Stichwort E-Government. Da handelt es sich ja um all die Prozesse der Kommunikation, der Information, aber auch der Transaktion zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Bürgern und den Unternehmen. Dort versprechen wir uns im Grunde viele Vorteile. Letzten Endes einen Kontakt rund um die Uhr, der ermöglicht wird und auch Kostenersparnis. Und der Antragsteller hat ja in der Begründung zur heutigen Aktuellen Stunde auch eine ganze Reihe von positiven Beispielen genannt, die hier in der Stadt bereits realisiert wurden. Ich möchte ein positives Beispiel nennen, das ist die Dreckweg-App, möchte aber an der Stelle auch nochmal für den ganzheitlichen Prozess werben, denn wir haben im Grunde dort ein sehr schönes Frontend geschaffen, wo ich Dreckecken melden kann. Allerdings die nachgelagerten Prozesse, die dann dafür sorgen, dass das Anliegen des Bürgers auch in einer vernünftigen Zeit a. abgearbeitet wird und b. dass mit ihm auch entsprechend gut kommuniziert wird und er auch weiß, wie wird denn jetzt eigentlich mit meinem Anliegen umgegangen, der ist aus meiner Sicht nochmal zu überarbeiten. Das heißt, schöne Frontends sind das eine, die Verwaltung, die dann all die Daten, die über diese Frontends einlaufen, abarbeiten soll, muss dann natürlich auch ein Stück weit die Erwartungshaltung der Nutzer befriedigen. E-Government und digitale Revolution ist natürlich auch mit Ängsten verbunden. Hier geht es im Wesentlichen um das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Auch hier, und da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Sturm, müssen wir auch ein Vertrauen schaffen zwischen den Bürgern und dem Rathaus, dass mit den Daten entsprechend ordentlich umgegangen wird. Kurzum, meine Damen und Herren, es liegen gewaltige Aufgaben vor uns. Wir sind uns alle einig, wir haben in Deutschland eine sehr aufgeblähte Verwaltung. Wir haben sehr viel Bürokratie. Jedem ist klar, wenn wir das alles digitalisieren wollen, ist das Ganze eine Herkulesaufgabe, sowohl beim Bund, bei den Ländern als auch bei den Gemeinden. Und zum Tagesordnungspunkt COM24 GmbH haben meine Vorredner schon einiges gesagt. Das sehen wir auch als einen wesentlichen Beitrag, das Online-Zugangsgesetz umzusetzen. Und wir freuen uns, dass es da heute entsprechend zur Beschlussfassung kommt. Kurzum, meine Fraktion sieht die digitale Revolution als Chance. Wir gehen das positiv an und werden das gemeinsam mit Ihnen, denke ich, gut vorantreiben in der Landeshauptstadt Dresden. Zum Abschluss der ersten Aktuellen Stunde für Fraktion Die Linke, Herr Engemeier. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste im Saal und gerade zu diesem Anlass auch im Stream oder später aus dem Archiv. Lassen Sie mich zuallererst beim Titel dieser Aktuellen Stunde einer digitalen Offensive ein wenig abrüsten. Wir brauchen in Dresden vermutlich keine digitale Offensive, denn wer soll denn hier eigentlich der Feind sein? Manchmal, so hat man den Eindruck,
stehen wir uns hier höchstens selbst im Weg. Lassen Sie mich daher eher von einem nötigen Fortschritt durch die Digitalisierung reden, und Fortschritt ist dabei teilweise eben auch wörtlich zu verstehen, als ein Fortschreiten von zum Teil bürokratischen oder eben manchmal auch nutzlosen Verfahrensweisen. Aber das sollten wir eben nicht blind, nicht undifferenziert tun. Denn zwei Begriffe sollten bei uns in der Digitalisierung im Vordergrund stehen. Zwei Begriffe, die sehr allgemein in der Politik im Vordergrund stehen sollten, dem der Freiheit und dem der Verantwortung. Ich möchte folgende These hier wagen. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, die kann nur gelingen, wenn sie die Freiheit der Menschen in Dresden stärkt, die Dinge, die sie tun wollen, eben genau so zu erledigen, wie es zu ihrem Leben passt, wie es zu ihrer Lebensweise passt. Digitalisierung darf also nicht bedeuten, dass eine Amtsstube heute mal etwas eher geschlossen ist, damit derjenige seinen Kram alleine zu Hause online machen kann. Das wäre der falsche Weg. Und wenn man einzelne Prozesse ansieht, etwa für die Beantragung von etwas, da hat man zunehmend zwei Wege. Man hat den Weg, in die Amtsstube zu gehen, es schriftlich zu machen, vielleicht von der Sachbearbeiterin oder den Zuständigen beraten zu werden. Oder man hat zunehmend eben die Option, es auch online zu tun. Zu dem Online-Zugangsgesetz und so weiter wurde schon einiges gesagt. Aber die Frage ist doch, was ist bei diesen digitalen Angeboten passiert? Wo ist denn da die Beratungsmöglichkeit? Wir müssen als Stadtverwaltung auch ein Augenmerk legen, dass unsere digitalen Services nicht einfach nur Antragsportale sind, wo sich der Bürger zurechtfindet oder eben auch nicht, sondern dass auch dort eine interaktive Beratung für jeden möglich ist. Die technischen Möglichkeiten dazu gibt es weit und breit. Sie müssen nur eingesetzt und umgesetzt werden. Also lassen Sie mich den Punkt noch mal kurz zusammenfassen. Digitalisierung darf nicht heißen, was bisher irgendwie funktioniert hat, das machen wir jetzt alles online, aber ohne Beratungsangebote. Und Open Government darf eben dann nicht heißen, dass ein Bürgerbüro beschlossen ist. Das hat im Moment auch niemand vor, aber das darf eben sozusagen auch nicht die Maxime sein. Gesichtspunkte einer effizienteren Verwaltung können und sollen wir natürlich verfolgen. Aber eben tatsächlich nur, wenn es auch tatsächlich für die Menschen in Dresden Vorteile hat. Und da müssen wir dann eben nicht alle Prozesse digitalisieren. Manchmal kann man die alten bürokratischen Hürden auch einfach hinter sich lassen. Wir werden ja heute vielleicht noch über die Sperrstundenregelung reden. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich keinen Online-Antrag dafür. Das sollten wir einfach in die Geschichte verbannen und einfach abschaffen. Und dann jetzt ein Wort zum Thema Verantwortung. Hier wurde schon geredet, sicher, eine Stadt, das ist wichtig. Wir müssen verantwortlich mit den uns übergebenen Daten umgehen. Wir von der Partei Die Linke haben da auch Bundes- und auf Landesebene, sind wir da durchaus aktiv, auch wenn es zum Beispiel bei Themen wie Meldedaten und anderen geht. Aber lassen Sie mich da zur kommunalen Ebene etwas sagen. Wir müssen hier die Digitalisierung eben auch primär öffentlich stemmen. Es wird uns als Kommune nicht helfen, es wird unserer Verantwortung auch nicht gerecht, wenn wir hier rein auf private Großkonzerne setzen und sagen, na, digitalisiert uns mal. Sicher, schon jetzt ist die Verführung manchmal nah und ein Verwaltungsmitarbeiter sagt, jetzt uns Stadträten zum Beispiel, na, dieses oder jenes Verfahren, das können wir so gar nicht machen. Unsere Software erlaubt uns das nicht. Auf anderer Seite merken wir immer mehr, wie wir eben von Angeboten großer Firmen auch abhängig werden. Von SAP, von Microsoft, von anderen. Und das ist ein grundlegender Fehler. Wir spüren eben, dass wir dann unsere Daten, unsere Anwendung aus diesen Lösungen gar nicht mehr rauslösen können. Wir haben gar keine Alternative, als wieder das Microsoft-Produkt zu nehmen, als die SAP-Lizenz zu verlängern. Das treibt die Kosten nach oben. Und es nimmt uns als Kommune auch die Freiheit, später mal eine Entscheidung für ein neues System zu treffen. Aber lassen Sie mich noch ein Wort dazu sagen, wo wir uns konkret bisher im Weg standen. Ich hatte mich sehr geärgert, als zum Beispiel die CDU-Fraktion dem Modellprojekt der Universitätsschule an einigen Beschlüssen die Zustimmung verweigert hat. Das war konkret Digitalisierung im Bildungsbereich. Das müssen wir weiter vorantreiben. Fast genauso schlimm, als Herr Vorjohanns Schulverwaltungsamt in der Schulbauleitlinie festlegen wollte, flächendeckenden WLAN-Ausbau an Schulen, das wollen wir nicht, haben wir gestrichen, glücklicherweise.
aber auch die Weigerung des Oberbürgermeisters, den Stadtratsbeschluss zum Thema Freifunk-WLAN umzusetzen, gehört hier kritisch erwähnt. Da gibt es noch Hausaufgaben zu machen. Das ist tatsächlich eine Chance für ein Netz von Bürgerinnen und Bürgern. Und das müssen wir tatsächlich umsetzen. Dass die CDU sich hier rühmen kann, bei allen Themen als Bremser dagestanden zu haben, mit Ausnahme des Breitbandausbaus, da haben wir ja alle tatsächlich gemeinsam da mitgewirkt, will ich nicht unerwähnt lassen. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung, Herr Dr. Lames. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke zunächst sehr herzlich dafür, dass wir diese Debatte überhaupt führen, über dieses wichtige Thema, was eben dann doch immer im Einzelnen als sperrig empfunden wird. Es stellt uns vor sehr große Aufgaben und Herausforderungen, alleine diese Vision und auch die Notwendigkeit, in das neue Verwaltungszentrum mit einer elektronischen Aktenführung gehen zu sollen und zu müssen. Ämter übergreifend, Organisationseinheiten übergreifend, stellt uns vor enorme Herausforderungen. Auch vielen Dank dafür, dass die notwendigen Ressourcen dafür bereitgestellt worden sind und hoffentlich auch weiter bereitgestellt werden. Ich möchte auf den Aspekt des Bürgeraccounts eingehen. Alle reden in Deutschland vom Bürgeraccount. In Dresden gibt es ihn. Nur die wenigsten wissen, dass es ihn gibt. Wenn Sie in die Verwaltungsdienstleistungen auf dresden.de schauen, da versteckt es sich in einer ganz langen Liste unter Bürgeraccount. Da können Sie dann sehen, welche Dienstleistungen wir online anbieten. Das sind inzwischen schon rund 120 Verwaltungsleistungen, die da umgesetzt sind. Im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes wird dieses Angebot zu verbreitern sein und auch weiter zu entwickeln sein. Genau dafür wird die COM24 gegründet. Wir freuen uns auf den bevorstehenden Beschluss und wir freuen uns über die breite Unterstützung in den beratenden Ausschüssen, die wir für dieses Projekt gefunden haben. Das zeigt auch, welche Innovationskraft in der Digitalisierung über den eigentlichen technischen Prozess hinaus steckt. Nämlich die Tatsache, dass dort die drei kreisfreien Städte mit einem Zweckverband für alle anderen Kommunen, der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, auf Augenhöhe als fünf Partner gemeinsam tätig werden. Das wandelt auch das Bild von Verwaltung und Verhältnis von Freistaat zu Kommunen im gesamten Freistaat und, wovon ich fest überzeugt bin, auch zum Positiven. Ich glaube, der Redner, der von der AfD hier nominiert war, hat da manches nicht so verstanden, wie es eigentlich zu verstehen sein sollte. Insbesondere dieses Konstrukt, das ganz bewusst darauf aufbaut, die Kompetenz, die in den Kommunen vorhanden ist, zusammenzuführen, damit wir uns gemeinsam zu Lösungen zusammenfinden können, das unter der Hilfe des Freistaates. Ich kann Ihnen versichern, wir als große Städte hätten es schon seit Jahren haben wollen und es bedurfte eben dieses kleinen Anstoßes von 3 Millionen Euro Fördermitteln, dass wir es hinbekommen haben. Zur Frage der Infrastruktur. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen, in der Tat. Herr Professor Gebel, die Themen, die Sie genannt haben, spielen sich, also gerade in der mangelnden Telefonnetzabdeckung, spielen sich eben auch in einem Bereich ab, in dem die öffentliche Hand bisher wenig Verantwortung übernommen hat, sondern das dem freien Markt überlassen hat. Da gibt es ja jetzt endlich Initiative, die wir in jeder Hinsicht ergreifen, also zum einen das Förderprojekt unterversorgte Adressen. Da werden wir die Vergabe im Vergabeausschuss am 22. Mai haben. Und Herr Kaden, ich kann Ihnen da voll zustimmen. Es schmerzt auch mich, wie lange man braucht. Also von dieser Zuschlagsentscheidung, die wir für 22. Mai haben können, bis zur Auftragsvergabe, vergehen dann wiederum 3 Monate, in denen weitere Fördervoraussetzungen abgeklärt werden müssen. Wir werden also den Auftrag an die Unternehmen dann im August erst voraussichtlich ausreichen können, einfach weil es nicht schneller geht bei den komplizierten Verfahren, die einzuhalten sind. Daneben
Das wird Sie jetzt in Kürze erreichen, beziehungsweise elektronisch müsste es Sie schon erreicht haben, denn Sie sind Vorreiter der Digitalisierung mit der elektronischen Stadtratsarbeit. Also wir müssen erheblich weniger Bäume sterben für Ihre Arbeit, als es früher der Fall gewesen ist. Dort werden wir das eigene städtische Glasfasernetz ausbauen und erweitern. Gut, dass wir eins haben, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dort bis Ende 2022 durch zu sein mit diesem Thema. Abschließend vielleicht ein Blick auf das öffentliche WLAN, was gleich eine Rolle spielt. Das ist sogar eine Chance, die Freifunker wieder stärker einzubeziehen, wenn sie eben in der Lage sind, unser städtisches WLAN-Netz, das man auch hier jetzt empfangen kann, frei auf einer als zweite SSID dort abzustrahlen. Dann sind Sie dazu herzlich willkommen. Wir werden jetzt in Kürze jetzt haben, dass dieses städtische WLAN-Netz auch diejenigen beispielsweise empfängt, die am Flughafen nach Dresden kommen, damit die eben sehen, dass man in Dresden an WLAN gedacht hat und an kostenloses WLAN, die damit verbundene Versorgung. In dem Punkt haben wir eine Haltung eingenommen, die wir, glaube ich, immer mehr jetzt brauchen. Wir haben einfach mal angefangen und sehen, dass sich das entwickelt, wohl in dem Bewusstsein auch, dass hier noch sehr, sehr viele Aufgaben zu bewältigen und zu lösen sein werden. Abschließend nochmal, dass der Stadtrat uns bisher auf diesem Wege eigentlich alles bewilligt und alles unterstützt hat, was wir vorgeschlagen haben, wenn es denn Hand und Fuß hatte, und was wir vorschlagen, hat meistens Hand und Fuß, wenn wir es vorschlagen. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar, und wir hoffen auch, dass wir im ständigen Dialog über die Fortschritte, die wir da erzielen können, Sie auch davon überzeugen können, dass wir in der Tat auf dem richtigen Wege sind, wenngleich auch niemand ganz genau weiß, wo es hinführt. Wir sind jeden Tag großen Erneuerungen und Innovationen ausgesetzt. Aber da hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Dinge anzufassen. Damit wäre der Tagesordnungspunkt 3 abgeschlossen. Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 4.